Heute mal wieder ein normaler Vlog. Und woran liegt das? Ganz einfach. Ich habe Bock drauf. Dieses Video wird jetzt am Freitag kommen, nehme ich mal an. Freitag, also morgen, filme ich dann noch ein bisschen. Nee, Quatsch, das wird am Samstag kommen. Genau, es kommt am Samstag oder Sonntag, je nachdem. Am Wochenende auf jeden Fall. Ich filme jetzt ein bisschen. Ich filme dann morgen, wie ich im Pub, ja, das habe ich geklärt, 96 gucke gegen Kaiserslautern, den Auftakt in die zweite Bundesliga. Bin ich mal gespannt drauf. Aber wenn ihr euch jetzt fragt, Max, warum ist es bewölkt, das weiß ich nicht. Ey, wenn es regnen würde, das wäre so ein Traum. Ich glaube es aber nicht, weil hier regnet es eigentlich nur einmal im Jahr, so gefühlt. Das ist übrigens das wasserärmste Land der Welt. Krass, oder? Ja, aber der Punkt ist, ist hier gerade ein EMP passiert oder so. Auf jeden Fall haben wir Stromausfall im ganzen Gebiet. Und dementsprechend kann ich jetzt gerade nichts machen, weil kein Wi-Fi. Und dementsprechend gehe ich jetzt nach Hause, mache meine Aufgaben ein bisschen da weiter und habe quasi einen Tag frei. Liegt auch, es passt mir auch ehrlich gesagt extrem gut, weil, ja, ich sag mal so, ich bin noch ein bisschen erkältet, bin ein bisschen angeschlagen und so kann ich ein bisschen recovern. Kann eventuell noch mal ein bisschen pennen, das ist ganz geil eigentlich, freue ich mich irgendwie drüber. Naja, whatever, auf jeden Fall war es das erstmal für diesen Take und wir sehen uns später wieder. Bis gleich. So Freunde, was geht? Mittlerweile sitze ich hier ganz gechillt auf dem Sofa und es ist mittlerweile auch schon, ich glaube, 3:45 oder sowas um den Dreh. Bisher ist in diesem Haus noch niemand aufgetaucht, so wirklich. Wir haben auch noch keine neuen Gäste, sind ja sehr viele gefahren. Neue sind bisher noch nicht gekommen, aber das wird am Samstag wohl der Fall sein. Zumindest einer soll da wohl kommen, bin gespannt. Es ist wirklich bewölkt draußen, das Wetter ist heute genauso wie ich es mag, nicht zu heiß. Aber es bringt mir auch nicht viel, weil ich muss heute nicht arbeiten und morgen auch nicht, weil ja, Stromausfall halt einfach in der Region und das ist ja alles ein bisschen langsamer auf Malta. Ist aber kein Problem, ich kann meine Sachen auch von hier aus machen, wenn wir WLAN hätten, aber unser WLAN funktioniert gerade nicht. Mal sehen, ob das morgen wieder im Griff ist. Ansonsten wird es leicht kritisch. Da muss ich nämlich mein Datenvolumen verwenden und das möchte ich eigentlich nicht machen. Müssen wir mal schauen, wie ich das Ganze hinbekomme. Ja, ansonsten, ich lese hier gerade mein schönes Buch, Der Hypnotiseur von Lars Kepler. Ich habe das Ganze ja im Urlaub gelesen. Ich kann es euch wirklich nur empfehlen. Ne? Wenn ihr Langeweile habt, selbst wenn ihr raus und guckt irgendwie Film oder Serien, nur lest auch mal ein Buch, weil ey, allein das im Urlaub, das habe ich jetzt so zum Lesefuchs gemacht, das macht so Spaß. Ich meine, ich habe das eine im Urlaub durchgelesen, das waren 10 Tage und jetzt hier habe ich das zweite schon fast durch. Das dritte habe ich auch noch mit, beziehungsweise ich habe das fünfte erst gelesen, jetzt das erste, dann das zweite. Ich habe auch noch ein drittes Buch hier auf Malta mit, also macht einfach Bock. Und noch wie immer eine Empfehlung von mir. Morgen geht's los mit der zweiten Bundesliga, ich bin ultra gehypt, ich freue mich mega drauf. Heute Abend eventuell feiern, hatte ich eigentlich nicht geplant, aber wenn ich jetzt frei habe, muss ich mal schauen. Allerdings, wie gesagt, mir geht's nicht so gut, deswegen muss ich wirklich noch mal schauen. Aber an sich ja, bin ich gerade sehr gut drauf und freue mich auf das Wochenende, freue mich auf 96 morgen gegen Lautern. Oh, das wird, Freunde, jetzt geht's wieder los mit Fußball, ich hab Bock. So, wir sehen uns später wieder, bis nachher. So Freunde, da bin ich wieder jetzt mal draußen, es ist mittlerweile doch recht warm geworden. Ich habe hier gerade eine Pizza geholt, wie ihr hier unschwer sehen könnt, die zeige ich euch gleich auch noch. Ich muss echt sagen, also Pizza ist hier echt für das, was man bekommt, recht günstig. Also allgemein, es gibt Sachen, die extrem teuer sind, wie Eis beispielsweise oder allgemein Lebensmittel. Lebenshaltungskosten sind ja extrem hoch. Aber dann hast du auch wieder Sachen, die sind echt günstig. So eine Pizza, 6,50. Und nicht irgendwie Margarita oder so, sondern mit echt viel Kram drauf. Kannst du nicht beschweren. Also, finde ich gut. Bin mal gespannt, wie die gleich schmecken wird. So Freunde, da bin ich wieder. Wieder auf dem Sofa. Ihr merkt, das ist mein Standardplatz, aber mittlerweile mit Mütze. Es ist gerade 14.37 Uhr. In 6 Stunden knapp beginnt die Bundesliga, die zweite. Ich bin unglaublich gehypt. Ich hoffe, ihr versteht mich übrigens überhaupt, weil der Ventilator hat eine gewisse Lautstärke. Aber ich möchte ganz kurz einmal sagen, wie gehypt ich bin und dann ganz kurz meine Elf beim Kicker Manager Bundesliga Spiel 2016/2017 sagen. Ihr könnt mal in die Kommentare schreiben, wo ihr da auch mitspielt. Würde mich auf jeden Fall mal interessieren. Im Tor habe ich auf jeden Fall Timo Horn. Kostet 3,4 Millionen. Ist ein bisschen teuer, aber gut. Dann Tah, Scheer und Gövelö in der Verteidigung. Oder wie auch immer ausgesprochen wird. Keine Ahnung. Das ist echt wenig Budget, was man hat irgendwie. Goretzka und Roger im zentral-defensiven Mittelfeld. Davor Grifo, Kaiser und Brandt. Und vorne drin Vargas und Stindl auf der Bank. Eggestein, Zoo, Framberger und Starke. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich Vargas da vorne drin lasse, aber du kriegst halt einfach nichts für das Geld. Ich hatte da erst Modest, aber dann hätte ich nie mal das Mittelfeld vernünftig auffüllen können und ich will ja Spieler haben, die spielen. Ich meine, bei Kaiser, Grief und Roger bin ich mir sicher, dass sie spielen, ansonsten würde ich sie nicht mal reinnehmen, genauso wie Dövelö. Stindl ist Kapitän bei Gladbach, von daher ist es trotzdem, naja. Übrigens bei der zweiten Bundesliga habe ich es auch noch mal ein bisschen abgeändert, muss ich ja ganz ehrlich zugeben. Himmelmann, Anton, Pertl, Paccarada, Teuerkauf, Maxim, Fossum, Kreilach, Miaichi, Soberg, Terodde und auf der Bank Picot, Vanicek, Jammerer und Stritzel. Schreibt mal eure Meinung dazu in die Kommentare. Ich bin gespannt und wir sehen uns nachher wieder, wenn es dann losgeht mit der Bundesliga.
Dritte Liga übrigens auch richtig gut, ne? Vor allem, wenn du keine Ahnung hast, dass Poggenberg und Yeldale verletzt sind. Kleinheisen, Punkt. Uafero, Schulz, Pintol, Albutat, Oliveira, Sopunkt, Lindenhahn, Heider und Ilyuchenko. Läuft. Ich weiß gar nicht, wie blöd man hier angeguckt wird, wenn man ein Video aufnimmt, wenn man auf der Straße läuft. Also hier ist gerade ein bisschen Feierabendverkehr und ich bin auf dem Weg zum Smerch Pub, wo ich dann gleich Fußball gucken werde. Freunde, ich bin sowas von Hype, ne? Da. 96, wir müssen gewinnen. Ich will einfach diesen ersten Sieg. Ich bin so aufgeregt. Leute, 4 zu 0. Ich pack das ohne Scheiß nicht. Ich habe vieles erwartet, als ich hierher gekommen bin, ne? Und ich fühle mich echt unwohl, in diesem Pub hier ein Video aufzunehmen. Aber ich hätte nie erwartet, dass sie 4-0 gewinnen. So wirkt auch Anton Meyer, ich habe Anton und so wirkt in meiner Kicker-Elf. Alter, wie krank. Lautern ist auch Aufstiegsaspirant. Defensiv gut gestanden, obwohl defensiv immer die Schwäche bei der Vorbereitung. Meine Nacht wird, glaube ich, noch richtig geil. So, Freunde, wir sind jetzt raus aus dem Merch Pub. Wir sind jetzt auf dem Weg zum Feuerwerk. Ihr hört es eventuell schon im Hintergrund. Hier ist so ein großes, so Stadtfest-mäßig, ich will schon wieder Englisch reden. So ein großes Stadtfest. Da hinten ist gerade Feuerwerk, das ist alles selbst gemacht. Ihr seht vielleicht ein bisschen den Rauch, die Kamera ist ja gut genug. Wir sind jetzt auf dem Weg dahin. Ich bin gespannt. Ey, ganz ehrlich, 4 zu 0. Ich habe vieles erwartet, ne, aber das absolut. Und das ist sowas von unglaublich für mich. Ja, das ist so ein anderes Gefühl als die ganze letzte Saison, wo sie immer verloren haben, wo sie immer scheiße gespielt haben. Vorbereitung defensiv kacke, jetzt spielen die zu null gegen motherfucking Kaiserslautern und schießen auch noch 4 Tore und 2 von Schnecke von meinem Liebling. Das ist einfach nur geil. Ich würde sagen, wir sehen uns beim Feuerwerk wieder, ne? So, Freunde, mittlerweile der nächste Morgen, ich kann es immer noch nicht fassen, 96 gewinnt 4 zu 0 gegen Lautern. Ich war einer der größten Skeptiker, dass das alles so astral funktionieren würde mit dem Wiederaufstieg. Aber das war einfach nur genial. Also ein super Spiel, Anfangsphase wackelig, aber dann defensiv, nachdem man die Linie auskontern lassen hat, sehr solide. Offensiv nicht so viel gezeigt, mussten sie aber auch nicht. Und zweite Halbzeit ging dann direkt gut los mit Anton. Und dann Schnecke und dann nochmal Schnecke. Ich bin echt, also das war unglaublich. Also jeder Zweitligist sollte sich vor 96 Offensive fürchten. Defensiv, ja, da kann noch was passieren. Aber offensiv, Wahnsinn. Also, was wird, also ich kann mir kaum vorstellen, dass wenn sie eine Chance haben in irgendeinem Spiel, dass sie die nicht nutzen werden. Also sie sind wirklich Top-Favorit. Das ist so ein schönes Gefühl als 96-Fan, das ist unglaublich.
endlich mal wieder Siege zu sehen vor allem. Hoffentlich wird wirklich nur ein einjähriger Aufleiter in der zweiten Liga. Des Weiteren muss ich noch dazu sagen, ich hoffe, euch hat das Feuerwerk gefallen. Ich fand es extrem geil, muss ich ganz ehrlich sagen. Das war nur alles selbst gemacht, das Feuerwerk mehr oder weniger. Deswegen haben die so geknallt und haben so geraucht. Aber war auch echt cool, hat Spaß gemacht, dazu zu gucken. Ihr habt da einige Ausschnitte gesehen. Heute Bundesliga werde ich nicht gucken, ich werde heute zum Popeye Village fahren. Auf jeden Fall werde ich auch davon ein bisschen vloggen. Das kommt dann, denke ich mal, am Dienstag oder sowas in der Gesamtheit. Oder morgen, je nachdem, muss ich mal schauen. Und also Popeye Village ist da, wo Popeye gedreht wurde, der Film. Und Melilla Bay, das ist so ein schöner Schall. Ja. Ich glaube, das war es eigentlich schon, was ich sagen wollte. Ihr könnt mal gerne eure Meinung zum Spiel nochmal in die Kommentare schreiben. Natürlich auch die Lautra-Fans. Klar, hat den Gauss den am Anfang gemacht, den muss er aber eigentlich machen. Dass John einen hält, ist eigentlich mehr Glück als Verstand. Aber danach war Lautra nicht mehr so stark. Dieser Ovase oder Osave oder wie auch immer ausgesprochen wird, der war ganz gut, aber da ist auf jeden Fall noch Steigerungspotenzial vorhanden. Zu Hause darfst du den 4 abschießen, das war nicht von Hannover. Gerade nicht von Hannover eigentlich. Gut. Das war's von diesem Vlog. Wenn es euch gefällt, lasst einen Daumen nach oben da. 700 Likes würden mich extrem freuen. Vielleicht kriegen wir das hin. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch bis dahin noch einen wunderschönen Tag. Macht's gut, obwohl die Vlogs ja nie so auf angeguckt, ne? Naja, ist egal. Macht's gut, bis dann auch rein. Und ciao.